Es gibt Dämmer mit Bounce Sound. Es gibt meine Band Fishman, die instrumentale Musik aufführt, die eine Art Soundtrack zu seinen Bildern sind. Und es gibt die Mischung aus beiden. Und dann gibt es auch noch dieses wunderbare neue Projekt Bounce Sound Trio, wo wir im Endeffekt seine elektronische Musik ganz akustisch spielen. Auch mit Margot Bruckdorfer, unserem Backbeater, unserem Koffertrommler. Mit mir an der Baritongitarre und Dämmer an Klarinette und Gesang. Und wo wir im Endeffekt elektronische Musik unplugged spielen. Ich liebe es, Einflüsse aufzunehmen von Leuten, die von einer ganz anderen Ecke herkommen, die eine ganz andere Herangehensweise haben. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die Arbeit mit Dembana B. Bounce Sound, weil er ganz anders an Musik rangeht. Und das ist spannend. Plötzlich mache ich ganz andere Dinge. Ja? Und eine große Inspiration für mich waren eben seine Bilder, die er auch gemalt hat. Diese wunderbaren Kugelschreiberbilder, diese Mischwesen aus Monkey Ducks und andere wunderbare Kreaturen, die er erschaffen hat. Und das war so inspirierend, dass ich kurz an mich entschlossen habe, dazu Musik zu machen. Ein anderes Beispiel dafür ist meine Zusammenarbeit mit Judith Albrecht, die wunderbare Dokumentarfilme macht, und ich habe die erste Geschichte nur gehört, da habe ich noch gar nicht so viel gesehen, und die Geschichte war so spannend, dass mir sofort dazu eine musikalische Idee gekommen ist, auch mit der Instrumentierung, die ich selber gar nicht bedienen kann, also für andere Instrumente geschrieben habe, und mittlerweile haben wir 3 Filme gemacht und der vierte ist in Arbeit, und diese Filme sind so inspirierend und ihre Art, Dokumentarfilme zu drehen, sind so inspirierend für mich, dass dadurch eine Musik entsteht, die ich sonst nicht machen würde, ganz klar. Wenn ich diese Einflüsse nicht hätte von diesen wunderbaren Künstlern, von denen ich umgeben bin, dann wäre meine Musik sehr viel einseitiger. Und deswegen ist diese Art von Reise, ob das Musiker sind, ob das Filmemacher sind, Maler sind, das ist das, was mich musikalisch interessiert und was mich künstlerisch im Allgemeinen interessiert. And I know all my sisters will be proud of me. Many more before me have been called by the sea to be up in a crow's nest, singing my saying, shiver me timbers, let's sail away. Also abgesehen davon, dass es natürlich immer ganz besonders ist, mit seinem Partner zusammen Musik zu machen, hat Alexa eine Stimme, die mich von Anfang an einfach total fasziniert hat. Das ist ein so wunderbar eigener Sound. Ich würde, wenn ich die Geschichte erzählen könnte, nicht so viel von mir preisgeben. Sie macht das auf eine sehr mutige, ehrliche Art und Weise. Das fasziniert mich und berührt mich immer wieder. Und wie gesagt, ihren Sound liebe ich sehr. Das ist ein ganz besonderer Sound, der mich ins Herz trifft. I'm sailing away. Die Welt dreht sich plötzlich ungewohnt schnell. Und ich bin das Pferdchen auf dem Karussell.
könntest mich reiten. Was mich an ihm so fasziniert, ist, dass er einfach jemand ist, der nicht aufhört zu quengeln. Der einfach nicht aufhört, auf Sachen aufmerksam zu machen, die unbequem sind, die einen auch mit dem eigenen Ich konfrontieren. Wo steht man? Engagiert man sich genug? Ist immer noch ein bisschen mehr drin? Und das Ganze aber mit einer großen Zärtlichkeit macht. Ich denke, dass der Titel seiner neuen Platte, Wut und Zärtlichkeit, es sehr gut trifft. Die Grundidee der Show ist einfach so großartig. Da haben sich drei Leute hingestellt, die wollten einfach eine Show machen, die sie selber sehen wollen. Diese Mixtur aus Kunst, Wissenschaft, gesellschaftliche Ströme aufnehmen, Musik und Comedy ist eine Mischung, die ist toxic, die ist ansteckend. Und ich habe bis heute die Lust nicht verloren, mit der Blumen Group zusammenzuarbeiten. Es ist eine Community, es ist so eine Musikfamilie, die sich auch unterstützt außerhalb der Show, ja? wo ganz tolle Projekte gegründet worden sind, ganz tolle Bands entstanden, Musikabende und ja, es ist schon so eine dieser Heimatgefühle, die damit verbunden sind, ganz bestimmt.